Mara und Julian auch wieder Frieden schließen. Oh, Nutri-Score. Guck mal. Und jetzt Marcheck ist gut mit Sabine Schütze. Jetzt bin ich mal gespannt, was da wieder für ein Ernährungsexperte mit am Start ist. Unser Thema heute, Nutri-Score und Co. Viele Lebensmittel werben mit der Nährwertkennzeichnung auf der Vorderseite. Doch wie transparent ist die? Wo können Hersteller tricksen und welche Produkte sind wirklich gesund? Unsere Expertin sagt, was Sache ist. Hallo Sabine, gut, dass du da bist. Sehr gern. Der Nutri-Score, auch bekannt als Lebensmittelampel, den fordern Verbraucherschützer ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Jetzt ist er endlich da. Wird er unser Leben beim Einkaufen leichter machen? Ein bisschen ja. Und es wäre ja auch echt schade, wenn es nicht so wäre. Schließlich haben Verbraucherschützer mehr als 10 Jahre lang dafür gekämpft. Und man kann tatsächlich jetzt... Ja, und wofür haben sie am Ende gekämpft? Das ist ungefähr so, als wenn du mit einer Armee, mit der Bundeswehr sagst, ja, wir müssen unser Land schützen, kommt mit nach Afghanistan. Deine ganze Familie stirbt da, ja, im Krieg. Und wofür? Am Ende? Am Ende, nichts rausgekommen. Jetzt mit der Ampel letztendlich bei verarbeiteten Lebensmitteln auf einen Blick sehen, wenn sie gesund aufgemacht sind, ob sie es auch wirklich sind oder eben nicht. Mhm. Wie genau, da sprechen wir gleich noch drüber. Wir sehen schon im Hintergrund, ABCDE lauten die Kennzahlen. Das Prinzip Lebensmittelampel, das klingt ja tatsächlich sinnvoll, dass man beim Einkaufen einfach schneller vergleichen kann. Aber wie klappt das eigentlich in der Praxis? Gar nicht, weil die Ampel scheiße ist. Was nutzt der Nutri-Score wirklich? Wir wollen es herausfinden. Genau, eine Tütensuppe, wo keine Vitamine, nichts drin ist, kriegt einfach das gleiche wie eine Paranuss. was ist denn in dieser Tütensuppe so Nahrhaftes drin wie in einer Paranuss? Machen ein Experiment. Richtig, die guten Fruchtzwerge, natürlich, wer kennt sie nicht, die Vitaminbomben. Sollte man seinen Kindern besser geben als eine Nuss. Ist doch wohl klar, wer hat das nicht gewusst? Können die Kunden richtig einschätzen, welche Produkte mehr oder weniger gesund sind? Beispiel. Oh, guck mal hier. Welche Produkte mehr oder weniger gesund sind? Beispiel. 3 verschiedene Richtig, die guten Richtig! Die vitaminvoll, gehaltvollen, natürlichen Nestle, Nesquik, Schokoflakes mit dem Nutri-Score. Ah! Genau richtig! Aber Hauptsache, die Nüsse haben C. Sind die denn dumm oder was? Da ist doch einfach nur ein... Stück Cerealien. Optisch ähnlich aufgemacht. Doch jedes Produkt hat einen anderen Nutri-Score. Ja, weil die bescheuerterweise Ballaststoffe und Vitamine zugesetzt haben. Und das soll gesund sein. Ihr werdet sowas von verarscht von dieser Scheißregierung, ey. Ohne Witz. Die stecken sich das Geld von der Industrie in den Arsch und ihr werdet verarscht mit so einer Kacke. Und der Spahn, der lacht sich ins Fäustchen, weil er später dann noch mehr kranke Menschen gemacht hat. Wobei dafür natürlich nicht der Spahn verantwortlich ist, sondern unsere Dingensministerin Gedöns. Den kleben wir neutral ab. Welches Produkt ist nun das Beste? Okay, ist wahrscheinlich überall relativ viel Zucker drin. Vielleicht der hier. Warum? Naja, unter den 3 schlechten ist er der Beste. Und welcher ist der ungesündeste? Der in der Mitte. Das da wäre das gesündeste. Dann käme dieses da. Vor allen Dingen da auch wieder zu unterscheiden zwischen gesund und ungesund, ne? Von den Dingern ist nichts essentiell. Da sind keine Proteine drin oder kaum Proteine, keinerlei essentiellen Fette oder sonstigen Scheiß, den man braucht. Da ist einfach nur künstlich zugesetzte Vitamine drin auf irgendwelchen Vollkorn- oder Weizenprodukten. Und die Cinnamine sind, glaube ich, nicht so gesund, auch wenn sie sehr süß aussehen. Also ich denke mal, hier wo Vollkorn draufsteht, 37%, dass das die Nummer 1 ist. Ich habe früher eine ganze Packung von den Dingern gegessen. Das hier? Das hier? Das hier. Das ist die gesündeste, ja. Ja, dann gehe ich hier mal vom Bild aus, was ich da drauf sehe, dass das die Nummer 2 ist. Mhm.
und das die Nummer 3. Das ist also das Gesündeste? Gucken wir mal. Wir lösen auf. Ein C. Aha, okay. Ein B. Mhm. Und? Ui, okay. Hätte es erwartet? Nee. Was willst du auch erwarten? Aber wie kommt es zu den Nutri-Scores? Viele Zutaten und Inhaltsstoffe werden gewertet. Je mehr Eiweiß, Ballaststoffe oder Gemüse in einem Produkt stecken, desto weiter geht der Score Richtung Grün. Bestmögliches Ergebnis, ein A. Kommen viele Kalorien, ungesättigte Fette, Zucker und... Weil Kalorien und Fette sind natürlich immer schlimm. Salz hinzu, wandert der Score immer weiter Richtung Rot. Ein besonders ungesundes Produkt erhält ein E. Warum bekommt Weetabix ein A? Sie erhalten die Bestpunktzahl bei den Ballaststoffen und den Proteinen. Das wiegt den enthaltenen Zucker auf. Wow, wow! International. Damit hast du natürlich nicht so viele Blutdruckschwankungen, hundertprozentig nicht. Alle Studien haben gezeigt, dass der Nutri-Score Kunden dabei hilft, gesünder einzukaufen. Bisher drucken nur einige Hersteller den Nutri-Score in Deutschland auf ihre Produkte. Ich klebe euch den Nutri-Score gleich auf den Arsch. Wie kann man denn eine richtig... Nee, es ist einfach... Ich möchte ist Ihnen ja schon mal aufgefallen? Haben Sie mir schon mal bemerkt? Also, liebe Leute, macht's einfach so. Kauft einfach immer Produkte mit einem E. Dann seid ihr auf der richtigen Seite. Also, es ist, wenn, ihr müsst den Nutri-Score einfach umdrehen, dann passt es wieder. Kauft einfach Produkte mit einem E. Dann sind die Keto-konform. Einfach ein E kaufen. Nicht so richtig, nee. Aber finde ich gut. Ich habe davon gehört, dass sowas diskutiert wird. Aber sehe das jetzt zum ersten Mal, A, B, C, D oder wie auch immer? Ja, große Erfahrungen habe ich nicht, aber ich habe ihn ab und zu schon mal gesehen. Doch nun... Abstand! Wieso hat die keine... Hallo? Nun wollen viele große Supermarktketten... Kannst doch nicht so ein Stock-Video jetzt gerade in dieser Zeit zeigen. Das gibt ja direkt auf die Fresse. Mitmachen. Aldi zum Beispiel will noch im Frühjahr seine Eigenmarken kennzeichnen. Lidl plant das im Laufe des Jahres. Lidl, könnt ihr mich engagieren? Ich mache euch einen ordentlichen Nutri-Score auf die Lebensmittel. Ich gehe durch den Laden und klebe überall so einen roten Punkt drauf, was man nicht essen sollte. Deal? Mach ich. Auch Edeka will einsteigen. Rewe und Penny gehen schon jetzt voran, haben ihre Eigenmarken mit dem Nutri-Score gekennzeichnet. Bald wird die Ampel wohl auf vielen. Na gut, der Salat ein B, das akzeptiere ich ja noch. Produkten. Proteinhaltig. Das würde Lichtblick selbst bei Zucker sagen. Ja, ein bisschen Protein ist immer drin. Proteinhaltig. Hauptsache, da steht proteinhaltig drauf. Auf dem Zucchini, Aubergine, Lachs. Reis, Edamer, Wakame. 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 Wie ist das? Würden Sie dann auch beim Einkauf mal mehr drauf achten? Ja, mit Sicherheit. Weil, wer liest... Wieso sollte ich nichts verdienen? Ist ja kein Problem. Ich finde immer das Kleingedruckte. Ich würde zumindest gucken, wenn es DE ist. Da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Bevor ich mich durch irgendwelche Statistiken da hinten... Was er denn für eine witzige Maske? ...durchgelesen habe, sehe ich das auf einen Blick. Welchen Nutri-Score ein Produkt erhält, das rechnen die Unternehmen übrigens selbst aus. Eine behördliche Kontrolle gibt es nach bisherigen Planungen nicht. Na, das ist ja vom Vorteil. Dann haben wir natürlich nur Produkte mit A und B in den Regalen stehen und die anderen drucken es einfach nicht drauf. Da sollten Sie sich nicht verrechnen, Sabine, oder? Da haben wir auf jeden Fall ein Auge drauf. Ja, ich bin da sowieso ganz entspannt, denn man kann es relativ einfach nachrechnen. Die Verbraucherschützer werden das mit Sicherheit tun. Und wenn sich irgendein Hersteller verrechnet hat, dann wird das ganz öffentlich gemacht. Und die Peinlichkeit wollen die sich mit Sicherheit ersparen. Okay, dein Wort in dem Ohr der Hersteller sozusagen. Dann gehen wir's. Richtig, und dann die Hand aufhalten, damit man Geld bekommt. Also erst das Wort ins Ohr und dann die Hand auf für das Geld.
So funktioniert das in der Wirtschaft. Sag mal durch. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel diese Müsli-Riegel. Das wird den einen oder anderen vielleicht überraschen. Die haben nur ein E bekommen. Das ist tatsächlich die schlechteste Bewertung oder sich gegeben. Überrascht mich jetzt ein bisschen, dass dieser Müsli-Riegel ein E bekommen hat. Ich hätte eigentlich gedacht, dieser Müsli-Riegel bekommt ein A. Wegen besonders viel Zucker. Aber lass mich raten, da sind wahrscheinlich gesättigte Fette drin. Und deshalb musst du sterben. Irgendwie auch immer. Ist auch die erste rote Bewertung, die ich sehe. Und es macht aber genau auf einen Blick klar, was der Nutri-Score soll. Nämlich, das ist eine Zucker- und Fettfalle. Es ist eigentlich eine Süßigkeit. Nicht. Mein Gott, hat die Domina-Schuhe an, du. Besser als ein Schokoriegel letztendlich. Und das sieht man mit einem Blick. Und was man auch mit einem Blick sehen kann, hier zum Beispiel, es gibt bei ähnlichen Produkten eine Alternative. Richtig! Und dann kannst du nämlich deshalb machst du das nämlich. Du versuchst dann andere Produkte in den Markt zu bringen, wo dann weniger drin ist quasi, die günstiger sind in der Herstellung, ja, die du dann, wo du mehr Geld verdienst im Endeffekt, und die kannst du dann eben gegenüberstellen und nimmst dann den natürlich mit dem B statt dem E. Gewieft. So macht man das nämlich. Mit B, und die kann ich natürlich dann nehmen. Ach so, Müsli-Riegel, Müsli-Riegel, gleicher Hersteller, der hat ein B, der hat ein E. Ja. Das ist tatsächlich praktisch. Was mich dann wiederum auch gewundert hat, hier, das hier ist so ein Produkt. Und warum? Weil die mehrwertigen Alkohole als Ballaststoffe wahrscheinlich gelten. Und dann kann ich sagen, ja, mein Riegel ist hier voller Ballaststoffe, 70 Gramm Ballaststoffe. Macht ein A drauf. So, was ich meinen Kindern immer, also ich lotse die immer dran vorbei, weil ich sage, das sind Süßigkeiten. Also wenn, dann kaufen wir das als Süßigkeit. Das sind doch keine Süßigkeiten. Guck dir mal diesen schlanken Hasen an. Als ob dieser schlanke Hase Süßigkeiten essen würde. Der knabbert natürlich nur Möhrchen am Tag. Und da sind so viele Vitamin B6, B3, B5 und Eisen drin. Und es knuspert so beim Frühstück. Alles in die Richtung hier. Und da läuft der Hase läuft in die falsche Richtung. Es hat aber jetzt hier ein B bekommen. Ist jetzt wieder eigentlich ganz gut für so ein. Ja, weil der auch 20% mehr Inhalt ist. Dann ist 20% mehr B. Schokoprodukt, oder? Ja, und das ist die zweite Überraschung, die wir auch öfter sehen werden, glaube ich, dass Produkte besser dastehen, als wir eigentlich glauben. Mhm. Das hat ganz einfach damit zu tun, wir haben hier weniger Zucker drin, wir haben weniger Fett drin und das macht sich bemerkbar und mehr Ballaststoffe, also Vollkorn. Die sind auf Vollkorn umgestiegen dann? Genau, und das macht natürlich das Ganze positiv vom Nutri-Score und einen besseren ernährungsphysiologischen Wert. Das haben die vielleicht im Hinblick auf den Score schon gemacht? Und das ist genau der Punkt, dass die Hersteller tatsächlich eben auch im Hinblick auf den Nutri-Score die Rezepturen schon geändert haben, sodass sie besser dastehen. Das ist ja schließlich auch eine gute. Nein, du kannst es teurer verkaufen. Die Industrie wird einen Scheiß dafür tun, Produkte gesünder zu machen. Die Industrie wird alles dafür tun, dass sie mehr Marge aus dieser Scheiße dann rausholen. Wie man es bei den Müsli-Riegeln dann am Ende nämlich sieht. Kann mal einer den Müsli-Riegel raussuchen, welcher das ist? Ich sehe das gerade so schlecht hier. Warte mal eben. Das ist Granola-Müsli-Riegel. Gute Werbung. Das war eben hier wieder. Ja, guter Effekt. Aber nochmal was Überraschendes, die Salatkerne hier, die sind nicht geröstet oder nicht gesalzen und nix. Die haben nur ein C, das ist so ein Mittelwert. Ja. Das wundert mich. Und der gute Gouda hat nur ein D gekriegt. Woran liegt das denn jetzt wieder? Naja, bei den nix. Die haben nur ein C, das ist so ein Mittelwert. Ja. Natürlich, es sind ja auch Nüsse. Wie können Nüsse auch nur gesund sein? Was fällt den Leuten ein? Wundert mich, und der gute Gouda hat nur ein D gekriegt. Woran liegt das denn jetzt wieder? Naja, bei den Saaten, ist es ganz klar, es ist ein relativ hoher Fettgehalt. Mhm. Natürlich wird es ja beim Nutri-Score immer auf 100 Gramm berechnet, auch wenn ich nur eine Handvoll Nüsse oder eben Kerne esse, ne, und keine 100 Gramm. Der Fettgehalt macht es jetzt schlecht in dem Fall. Und das ist beim Käse ähnlich, weil da auch noch Salz dazukommt. Und das ist etwas, was es auch zeigt. Hochverarbeitete Lebensmittel, da macht der Nutri-Score tatsächlich Sinn. Also es ist und bleibt gesund, Salatkerne-Mix zu essen, aber der Nutri-Score macht mehr Sinn auf verarbeiteten Produkten, habe ich gelernt. Und wir müssen selber nachdenken. Ja, selber nachdenken ist aber das Problem heutzutage. Oh, und dass der nur auf verarbeiteten Produkten Sinn macht, warum tut man den dann auf normalen Produkten drauf? Es ergibt keinen Sinn. Warum mache ich als Nusshersteller auf meinen Nüssen den Nutri-Score drauf? Habe ich da irgendjemanden in der Werbeabteilung sitzen, der irgendwie nicht mehr ganz klar denken kann? Oder
zu viel geraucht hat. Mhm. Ja, der Nutri-Score, die Lebensmittelampel vorne auf der Verpackung, das ist eine freiwillige Angabe. Nicht alle Hersteller machen das. Oft steht vorne aber stattdessen drauf, was eine Portion enthält an Zucker etc. Aber was bedeutet eigentlich eine Portion? Das haben wir schon mal getestet in Marktcheck. Und das Ergebnis, das war einigermaßen verwunderlich. Hat sich da was geändert? Ein Mini-Schälchen Chips, der Bruchteil einer Packung Schokobonbons und eine halbe Pizza, alles jeweils eine Portion, sagten die Hersteller. Die Portion habe ich gleich aufgegessen, aber satt gemacht hat sie mich nicht, ja. Das wird bewusst. Krass. Ein alter Beitrag. Da hat ein Produkt, also ich zunehme. Ist auf dem kleineren. Okay. Da wirst du verrückt. Heutzutage wirst du verrückt. So gut ist Zuckerverzicht. Also sehen wir jetzt in einem anderen Beitrag. So gut ist der Verzicht auf den Nutri-Score A. Gut und günstig Müsli-Riegel. Richtig. Vollkornflocken, Maltitsirup, was dir so richtig schön den Darm durchpustet. Getreide, Extrudat. Was ein Wort. Weizenmehl, Reismehl, Maismehl, Isomalt, Sonnenblumenöl, Stabilisator, Calciumcarbonat, Speisesalz. Steht ja auch ein Nutri-Score. Zerkleinerte Haselnusskerne, 10%, das ist wahrscheinlich noch das Gesündeste an der ganzen Geschichte. Dann kommt nämlich wieder Cornflakes, Weizenstärken, ach Leute. Ja, aber jetzt kommt ja hoffentlich ein Video, wo Zucker. Burgess und Ulrich Arndt naschen gerne. Ich nasche auch gerne. Sie manchmal sogar eine ganze Schachtel Pralinen am Stück. Oha. Kann passieren, das gibt Diabetes. Ja. Also ich mache zwischendurch aber den Deckel immer wieder zu. Und mache ihn dann wieder auf. Und plötzlich ist die Schachtel leer. Wer kennt sie nicht? Diese kleine Sucht, die der Zucker auslöst. Doch dem gebieten die beiden jetzt Einhalt. Sie zuckerfasten für uns. Nehmen nur noch die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Menge zu sich. Ja. Das sind etwa 7 Zuckerwürfel. Normalerweise essen wir Deutschen täglich das Vierfache. Das ist relativ. Da sind ja schon die ganzen Low-Carber rausgerechnet. Abgefahren, muss ich sagen. Viel zu viel, ja, muss ich sagen. Ja, das ist sehr viel. Sehr, sehr viel. Also, wenn man das so in den Lebensmitteln zu sich nimmt, das ist meine Ansage. Und es ist auch gefährlich. Eine übermäßige Aufnahme vor allem von freiem Zucker, also von Industriezucker, dem weißen Zucker, den wir aus dem Haushalt kennen, der ist assoziiert mit der Entstehung von Adipositas, mit der Entstehung von Typ-2-Diabetes und in einigen Studien auch mit der Entstehung der koronaren Herzkrankheit und natürlich auch mit der Entwicklung von Karies. Bevor es mit dem Zuckerfasten losgeht, machen wir mit Burgess und Ulrich im Universitätsklinikum Hamburg einen Test. Wir wollen wissen, wie gut verarbeitet ihr Körper Zucker wirklich? Beide bekommen einen Saft mit 75 Gramm reiner Glucose. Lecker, lecker, lecker. Die Glucose wird jetzt über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen und ins Blut geschleust. Die Bauchspeicheldrüse misst dann, wie viel Zucker im Blut ist und schüttet, wenn der Blutzucker... Richtig, die misst das. Die hat ein Messgerät. ...spiegel hoch ist, Insulin aus, damit Muskeln und Leber den Zucker aufnehmen können. Pralinen gehören heutzutage zur täglichen Ernährung. Insgesamt 6-mal. Guck mal, die macht BFR-Training. Wir wollen sehen, wie schnell der Blutzucker bei den beiden wieder sinkt. Er macht auch BFR-Training. Denn am Ende sollten Leber und Muskeln genug Zucker aufgenommen haben. Insgesamt in etwa so viel, wie sie für einen Tag an Energie brauchen. Was noch über ist, wandelt der Körper in Fett um. Er lagert dieses in den Fettzellen an. Ja, das sind so 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das war's, mehr braucht ihr nicht. 150 Gramm Kohlenhydrate. Das sind 600 Kilokalorien. Mehr braucht ihr nicht. Und 600 Kilokalorien, wenn wir mal von 2400 ausgehen oder so,
dann seid ihr da mit 20-25% des Tagesbedarfs an Kohlenhydraten sehr gut dabei. Mehr braucht ihr nicht. Der Blutzuckerspiegel sinkt und sollte nach 2 Stunden einen bestimmten Grenzwert nicht überschreiten. Maximal 140 Milligramm pro Deziliter. Doch bei Ihnen ist das nicht der Fall, erklärt Jens Aberle. Anfangs hatte Ulrich 99 Milligramm pro Deziliter. Nach 2 Stunden landet er aber bei 169. Und ja, da hat er, da sind die beiden aber ganz schön knackig dabei mit ihrer Insulinresistenz. Burgess bei 150. Zu viel. Beide haben. Normalerweise würde die Kurve so aussehen. Flupp, ab nach oben und dann flupp, ab wieder runter. Aber das könnte auch am alten Darm liegen und so, ne? Langsam aufgenommen, aber ja. Zu viel. Beide haben eine sogenannte eingeschränkte Glukosetoleranz und gewisse Schwierigkeiten in der Verstoffwechslung des Zuckers. Das ist formal eine Vorstufe eines Diabetes. Also jemand, der diesen Wert über 140 hat nach 2 Stunden, hat ein Risiko von ungefähr 15% im nächsten Jahr einen Diabetes zu kriegen. Die beiden sind erschrocken. Ach, Dr. Panda würde sagen, Diabetes-Folgeerkrankungen sind doch überhaupt gar kein Thema. Das kriegen keine Menschen. Da stirbt doch keiner dran. Wenn Ärzte dich krank machen, so sieht es nämlich aus. Mich hat das ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas bei mir auftaucht. Die gute Nachricht aber, mit dem Zuckerfasten könnten die beiden ihren Stoffwechsel wieder neu. Richtig, Zuckerfasten. Und deshalb nimmt man erstmal schön Weizenbrötchen. Wahrscheinlich noch mit Margarine drauf. Aber Hauptsache Zuckerfasten. Normalisieren. Den Test nehmen sie jetzt umso ernster. Geht doch mal hier auf das Ernährungsdocs-Brot. Da kriegt ihr wenigstens Vollkornbrot. Süßigkeiten sind ganz tabu. Sie essen nur noch selbstgekochtes und protokollieren. An Tag 9 gab es zum... Guck mal, pass mal auf. Jetzt mal hier, was die hier aufgeschrieben hat. So. Ein Brötchen mit Käse. So, und dann muss man mal gucken. Das ist nämlich die Sache immer in den Studien. Dann fehlt nämlich beispielsweise noch die Margarine da drauf oder sonstiges, was man hat, ne? Dann war es vielleicht ein großes Baguette, irgendwie 5 Meter lang oder so. Und so weiter und so fort. Also man vergisst viele Sachen dann eben einzutragen. Da schreibt man nur, oh ja, war ja nur ein Brötchen mit Käse, aber so dick Käse dann drauf und Margarine und was weiß ich nicht noch dabei. Zucker im Kaffee und solche Sachen. Das vergisst man dann eben Fasten einfach. Fasten könnten die beiden ihren Stoffwechsel wieder normalisieren. Den Test nehmen sie jetzt umso ernster. Süßigkeiten sind ganz tabu. Sie essen nur noch selbstgekochtes und protokollieren. An Tag 9 gab es zum Beispiel Ei, belegte Brötchen, Matjes mit Zwiebeln und Brot und Gemüse. Da fehlt ein bisschen das Protein. Gemüsesuppe. Macht insgesamt nur 7 Gramm zugesetzter Industriezucker. Für mich ist es ein bisschen ehrlicherweise schwierig. Weil man doch immer schauen muss, wie viel Zucker die Lebensmittel haben und dass es eben verschiedene Lebensmittel gibt, wo man es gar nicht vermutet, dass da so viel Zucker drin ist. Zum Beispiel in Gewürzgurken, Brot, Frischkäse, Salzstangen oder Salatsauce. Und auch in vielen Light-Produkten. Zwar ist dort meist weniger Fett drin. Dafür aber mehr Zucker. Dass das gesünder sei, ein Irrglaube. Wo ist denn in der Schafsmilch dann noch Zucker drin? Jahrzehntelang weit verbreitet. Einer der Gründe dafür liegt lange zurück und ist ein echter Studienskandal. 1964 in den USA. Es gibt zunehmend Erkenntnisse, dass Zucker der Gesundheit schadet und mitverantwortlich ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Ein Zuckerlobbyist beschließt, dem muss man entgegenwirken. Er engagiert 2 der renommiertesten Ernährungsforscher von der Harvard University, zahlt ihnen $50.000. Dafür sollen sie Studien zusammenfassen und neu interpretieren. Nicht der Zucker sei das Problem, sondern Fett. Dass die Ergebnisse dieser Metastudie schon vorher feststanden und von der Zuckerindustrie gekauft waren, deckten erst jetzt. Die Zuckerindustrie gibt's gar nicht. Es gibt nur die Fleischindustrie. Es gibt keine Zuckerindustrie. Es gibt nur die Fettindustrie und die Fleischindustrie.
und die Milchindustrie. Merkt euch das gefälligst mal. Es gibt keine Zuckerindustrie. Das vergessen einige Veganer gerne mal. Zwei amerikanische Forscher anhand der damaligen Gesprächsprotokolle auf. Burgess und Ulrich haben inzwischen 2 Wochen Zuckerfasten durchgestanden. Sie bekommen wieder 75 Gramm Glukose. Was sagen ihre Blutzuckerwerte diesmal? Die Blutzuckerkurven sind auch jetzt am Ende nicht niedriger als vor dem Zuckerfasten. Aber ihre Insulinwerte sind deutlich gesunken. Ja, warum wohl? Weil sie trotzdem noch Kohlenhydrate gegessen haben. Und wahrscheinlich keinen Sport gemacht haben. Sport würde alles verbessern. Und Sie sehen, dass nahezu bei allen Messzeitpunkten die Werte etwas niedriger sind. Das heißt, das ganze Niveau hat sich nach unten verschoben. Das, was Sie erreichen wollten durch das Zuckerfasten. Ein voller Erfolg. Denn weniger Insulin zu brauchen, ist gesünder. Wenn man viel Insulin braucht, dann schwächeln irgendwann die Zellen, die das produzieren. Die schaffen das nicht mehr. Dann kriegt man Diabetes. Ja? Also wenn man mit viel weniger Insulin auskommt, kriegt man auch keinen Diabetes. Die beiden. Wenn deine Zellen voll mit Zucker sind und du stopfst dich dann immer noch weiter voll mit Zucker, dann kriegst du Diabetes. Richtig.